Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wizardry Teil 6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hab's wahrgemacht, ich habe in der Pause noch ein, zwei, dreimal die Truhe geknackt, in der Hoffnung, dass wir was Gescheites finden. Und wir haben was Gescheites gefunden. Haha, sehr schön. Und zwar, wir haben eine Waffe gefunden, die besser ist, und eine Rüstung, die besser ist. Also beides sogar. Das ist richtig, richtig klasse. So, wir haben bei Fala haben wir eine schwere Kettenhose gefunden. Diese schwere Kettenhose macht minus 8 Rüstung. Und vorher hatten wir minus 4. Also ganze 4 Punkte bessere Rüstung. Und damit sind wir jetzt bei einer Rüstung von 2. Also schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Einzige, wo wir noch nicht gut sind, sind die Schuhe hier, wo noch nicht ganz so optimal ist. Wie sieht es eigentlich bei Talada aus? Wieso ist der Helm auf 9? Oh, ja, ich sehe es auch schon gerade, warum. Ich habe ein paar Sachen ihm gegeben gehabt, zum Verkaufen quasi. Ja, ist total überladen gerade. Deswegen sind wir auch mit den Werten gerade, ja, nicht besonders, ja. Dann geben wir dir mal das hier und vielleicht das Schwert, vielleicht auch die Pfeile. So, ja, jetzt sehen die Werte doch schon um einiges wieder besser aus. Das habe ich nicht beachtet gehabt. So, Pfeilhardenma, Sinaloa, wo steht sie da? Ist auch überlastet. Ich muss wahrscheinlich die Geschosssteine wegtun. Ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie. Naja. Aber das sind wir von den Werten her eigentlich auch gar nicht so schlecht. Bei Tag, ja, Handschuhe würden noch fehlen. Ja, die fehlen sogar noch komplett im Moment. Ja. Orael ist auch schon wieder überladen. Was hast du denn so Schweres? Ach, die habe ich das Seil und Haken gegeben. Das nimmt halt, das ist halt doch sehr, sehr, Dings. Sehr, sehr schwer. Vielleicht sollte man das Monstranz tatsächlich nochmal ablegen und verkaufen. Ja, gut. Daulin, du bist nicht überladen, das ist gut. Du bekommst mal das hier rein und das hier rein. So, und bei dir gibt es nämlich was Neues. Und zwar habe ich eine Bushido-Klinge gefunden. Und die Bushido-Klinge, die kann der Samurai und der Ninja benutzen, sonst niemand. Ihr seht schon, es ist eine Einhandwaffe. Kann man nur primär benutzen. Und vorher hat man ja das Dao-Cho, Dao-Ni, keine Ahnung, wie es genau hieß. Das hat, das war eine Zweihandwaffe. Das hat den Wert kritisch gehabt, also dass wir besser kritisch treffen. Und hat 2 bis 14 Schaden gemacht. Die Bushido-Klinge hier, die wir haben, ist wie gesagt eine Einhandwaffe, hat auch den Wert kritisch, das heißt auch mit der ist die Wahrscheinlichkeit zu kritten höher. Und da es eine Einhandwaffe ist, können wir auch noch eine zweite Waffe nehmen, da habe ich wieder den Schädeldolch genommen. Der hat ja 4 bis 8 Schaden gemacht und auch kritisch. Das heißt, wir haben nochmal eine weitere Chance, da wir dann mit der Bushido-Klinge angreifen und mit dem Schädeldolch. Haben wir also noch eine zweite Chance, dass wir kritten. Und bei kritten heißt, dass der Gegner stirbt. Das ist also auch schon mal sehr, sehr gut. So, mit dem Schädeldolch machen wir schon 2 bis 8 Schaden. Und mit der Bushido-Klinge machen wir 4 bis 16 Schaden. Ja, also wie gesagt, das vorher mit 2 Hand, 2 bis 14 und jetzt 4 bis 16. Das heißt, 2 Minimal- und 2 Maximal-Schaden, wo wir mehr machen können. Also wir machen auf jeden Fall mehr 2 mehr Schaden und können, wenn wir Glück haben, sogar noch 2 mehr Schaden machen als mit der anderen Klinge. Und wie gesagt, da wir eine Einhandwaffe machen, wir noch mit der anderen Waffe Schaden und haben noch eine Chance zu kritten. Und das war noch nicht alles. Diese Waffe hat nämlich auch eine Treffer plus 2 drauf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen, ist mit der Waffe auch höher. Also richtig, richtig klasse. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
So, dann haben wir hier in dem Ding hier alles, also im nördlich hier, also von hier nördlich alles ausgekundschaftet, bis auf das, wo wir die Weinflasche was machen können mit Korken und bla bla bla. Wissen wir aber noch nicht genau was, wie, wo. Und ansonsten sind wir hier eigentlich fertig. Habe ich diese Truhe eigentlich hier hinten jetzt auch schon geholt? Oder habe ich gesagt, wegen Speichern wollte ich den nicht holen? Ich muss nochmal dahin gehen. Ich weiß es nämlich nicht mehr, ob ich diese Truhe jetzt geholt habe oder gesagt habe, wir machen das irgendwann mal. Weil, ja, wisst schon, weil ich da noch nicht speichern wollte, weil ich das mit der Weinflasche verpeilt hatte. Ich glaube, wir haben gleich noch eine Truhe zu plündern. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe sie tatsächlich beinahe vergessen. So, öffnen, inspizieren. Da haben wir den Salat. Naja, fast den Salat. Hoppla. Was musst du denn haben? S, L nicht, aber L und A und T. Entschärfen. Ja, kein Tee. SC, aber L. Es könnte... Entschuldigung. Es könnte eine Angstwolke sein. Probier's jetzt einfach mal. Nein, war es nicht. Das war der Entkräftigungsstrahl. Geschwächt. Das Luftamulett müssen wir mal schauen, was damit ist. Die Feuerwerkraketen und der Feenstab. Die bekommt, glaube ich, Fala. Das sind Sachen zum Benutzen. Das hier bekommst du und die Feuerbombe bekommt Daolin auch zum Verkaufen. So, wer war denn geschwächt? Das ist irgendwie gar nicht mitgekriegt. Borail ist... Nee. Tak ist irgendwie verflucht. Sehe ich gerade. War das das geschwächt? Ach, da unten ist es doch abgebildet. Negative Effekte. Können wir das mit... Ja, wer konnte das? Kondition erhöhen? Kondition verbessern auf voll? Ich glaube, es hat was gebracht gehabt. Jetzt sind es nämlich nur noch 87 Runden. Probieren wir gerade nochmal von... Dings. Kondition. Tag. Jetzt sind es 75 Runden. Ja, super. Ja, das dauert eine ganze Weile, bis wir da... Geist heilen, was nicht. Kondition verbessern. Bis wir da hier ihn komplett geheilt haben. Kannst du das eigentlich auch? Kondition verbessern. Probierst du auch mal. So. 50 Runden, also das hat doch ziemlich reingeschlagen. Das letzte Mal hier mit Ding. Spruch, Orael, Kondition verbessern. Tack. Es sind noch 14 Runden. Es geht auf jeden Fall weg. Okay, das war's dann. So, 10 Runden noch. Kann Daolin das auch machen? Nee, Daolin kann das nicht. Kann Talada das machen? Nee, Talada kann es auch nicht. Kann Tak selber das machen? Auch nicht. Und was ist mit Yasinaloa? Ja. Du kannst es sogar ziemlich gut. So, fertig und sofort eine Begegnung. Yay! Können wir unsere neuen Gruppen gleich ausprobieren? Machen wir die hinteren? Und du machst ängstlich auf die vorderen. Und du ein Magiegeschoss. Auch auf die vorderen. Einfach weil es da mit dem Zauber relativ gut klappt. So, Daolin nicht getroffen. 14 Schaden.
Sirene stirbt. Nee. Ach, wir müssten eigentlich auch wieder runter. Ausdauer. Mach mal mit. Mach mal mit Magie. Ist verängstigt. Mhm. Singt. Aha, aha, aha. Nochmal ein Schädeldolch. Stirbt gleich. Sehr schön. Ja, es gefällt mir wieder, dass wir jetzt wieder mit zwei Waffen umgehen. Ist geisteskrank. Ja. Ich weiß gar nicht. Geisteskrank war auch Mentaldings. Hm. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal beim Brunnen nochmal vorbeigehen. Wie es aussieht. So. Dann. Nee. Ich glaube, es war. Luftreserve war es auch nicht. Okay, ganz normaler Kampf. Dann gehen wir jetzt mal auf die vier Sirenen hier. Du machst auch einen Nahkampf auf die Sirenen. Halt, halt. Ja, Geist heilen, aber wir haben keine Punkte mehr da übrig. Super. Vala geht auf die hier. Du versuchst verängstigen. Nee, Abbruch. Du versuchst was anderes. Du versuchst sie zu schwächen. Und Sinaloa versucht jetzt mit Energiestoß vielleicht die Hintere zu erledigen. Ja, das sollte auch geholfen haben. Sehr gut. Dann haben wir nur noch die eine. Tanzt. Tag läuft Amok. Oh nein, das ist schlecht. Er hat sich selber geboxt. Oh. Oh, und jetzt fängt sie wieder an mit Dings, mit Singen. Oh je, oh je. Nee, wir müssen definitiv schnell zum Brunnen runter. Oh, jetzt schlafen sie auch noch ein, unsere Leute. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich hätte vielleicht ihn nicht Tag nicht heilen sollen, sondern wäre gleich zum Brunnen gegangen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Oh, Tadada stirbt gleich. Nicht gut, nicht gut, überhaupt nicht gut. So, Daolin, ankämpfen. Du machst mal eine Wunden heilen. Komplett auf dich selber. Orael. Du machst auch mal einen Wunden heilen, falls es nicht durchgeht. Auf Talada. Fala kämpft gegen die Dings. Du. Ich weiß gar nicht, das hat irgendwie nichts geholfen. Dann versuchen wir es zu verwirren. Und du machst ein Magiegeschoss auf höchste Stufe auf die vier Sirenen. In der Hoffnung, dass wenigstens ein paar dabei sterben. Jawohl, eine zumindest. Dann waren es nur noch drei. Ja, noch eine weniger. Ah, es waren doch noch mehr. Aber ja, es ist nur noch eine da. Gut, das ist durchgegangen. Das ist sehr gut. Ja, Fala. Ja, sie singt wieder. Geistesgestört. Geistesgestört. Puh, Sirenen sind schon ziemlich heftig. Ja, die hat aber nicht mehr viel HP. Die hat noch 5 HP. Angriff. Du machst einfach das hier. Und du kämpfst einfach so mit dem Geschoss.
Okay, sehr gut. Wir müssen so schnell wie möglich zum Brunnen. Sonst überleben wir das nicht. Ich speichere lieber mal kurz zwischen. So. Bitte kein Angriff, bitte kein Angriff. Hier rein. Ja, ja, das kennen wir schon. Nein, das Fluss wollen wir ignorieren. Ja, ja, ja. Erst einmal hierher. Ach Mist. Das verängstigt macht das Ding gar nicht weg. Und das Spiel ist abgestürzt. Nicht im Ernst jetzt. Och Mensch. Da macht man so einen langen Kampf und alles Mögliche und dann stürzt dieses blöde Spiel einfach so ab. Super. Ich bin begeistert. Wo haben wir zuletzt gespeichert gehabt? Ich glaube vor der Truhe, oder? Nee, hier haben wir gespeichert. Okay, also. Das war Schwäche. Ich weiß nicht. Wir haben eh nicht so arg viel Dings. Ach nö, wisst ihr was? Ich beende das Spiel und starte es nochmal neu. Wir müssen definitiv zum Brunnen und wir brauchen... Ja. Wir brauchen definitiv... So, ja, also was haben wir jetzt? Das hier. Energie, was könnten da was bringen? Lähmung definitiv nicht. Luftreserve wohl eigentlich auch eher nicht. Nee, keine Ahnung, was das genau macht. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin und Wunden heilen hast du auch nichts Gescheites. Oh, ist eine wieder nächste Begegnung. Leute. Darf ich ja gar nichts mehr machen. Ich muss doch ein bisschen herheilen. Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, ich muss zum Brunnen, ich muss uns das Zeug wieder aufstellen. Dann müssen wir zum Mana-Brunnen gehen und dann müssen wir mal schauen, welchen Zauber wir brauchen, um uns dieses Ding hier wegzumachen. Da führt kein Weg dran vorbei. Oh, Tag läuft wieder Amok. Geist heilen wäre das vielleicht. Geist, das ist doch Geistes... Ach, das ist doch... Genau, jetzt weiß ich es wieder. Es war ja geistesgestört. Geist heilen war das natürlich. Geist heilen. Ich habe vergessen, dass es geistesgestört war. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Und jetzt weiß ich auch, was wir machen können. Nur, dass wir halt kein Mana dafür hatten. Das heißt, wir gehen gleich zum Mana-Brunnen. Und Fala und Orael müssen dann trinken, um ihre Mana wieder aufzumachen. Und dann können die beiden, glaube ich. Hm, jetzt schlafen sie ein. Puh. 22 Schaden. Fala bringt fast Orael um. Ja, glaube ich's. Mann, oh Mann, oh Mann. Und Aulin schläft auch ein. Das heißt, wir haben nur noch Fala und Orael. Jetzt schlafen alle. Hier sind die Leute auch noch geschwächt. Ah, Jemine. Ja, ich kann auch nichts mehr machen. Und Orael ist tot.
Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir haben ja schon 20 Minuten. Ich gehe jetzt in die Pause rein und dann mache ich das in der Pause nochmal richtig, dass wir dann wieder Mana haben, wieder HP haben, wieder Ausdauer haben und dieses Geistesgestört weg ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wahrscheinlich da beim Brunnen. Und dann ist die Frage, wenn wir dann eh beim Brunnen sind, ob wir nicht hier runtergehen. Ich meine, da haben wir ja dann auch, ob ich jetzt nach oben gehe hier und dann hier wieder rauskomme. Das ist ja eigentlich so hoch wie breit. Okay, bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Tschüss.